Hallo, ich bin Uwe. Willkommen zurück in meiner Werkstatt. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Jeans retten könnt. Wir kennen das alle, der erste Riss, das erste Loch und unsere Lieblingsjeans kündigt ihren Abschied an. Ausgerechnet die, die am besten eingetragen ist und die eigentlich zur Grundausstattung unserer Garderobe gehört. Ich möchte euch heute aber zeigen, wie ihr diesen Abschied hinauszögern könnt und noch lange Freude an ihr habt. Zunächst entfernt ihr Fäden und kleine Gewebereste von den Lochkanten. Zum Unterfüttern schneidet ihr einen Flicken aus einer ausrangierten Jeans, am besten schräg zum Fadenlauf, so spart ihr euch das Versäubern. Der Flicken muss das ganze Loch großzügig bedecken. Als Garn empfehle ich Denim Dock von Mettler. Der Faden hat einen stabilen Kern aus Polyester mit einer Umspinnung aus Baumwolle. Auf jeden Fall solltet ihr auch eine Jeansnadel verwenden. Platziert den Flicken unter dem Loch und fixiert ihn mit Nadeln. Jetzt näht ihr mit einem kurzen Geradstich in Linien mit einigen Millimetern Abstand Oberstoff und Flicken zusammen. Bei kleineren Beschädigungen nutze ich das Stopfprogramm meiner Bernina. Zum Schluss nur noch die Nadeln entfernen und den nicht gefassten Stoff des Flickens abschneiden. Und eure Lieblingsjeans ist wieder einsatzbereit.